Herzlich willkommen zurück zu Minecraft Dirtbound. Es hat sich wieder einiges getan. Und zwar waren wir einmal komplett auf dem Server, aber da haben wir wieder nur Mist gebaut. Irgendwie klappt das bei uns nie, dass wir dann auch ordentlich aufnehmen. Ja, Ex hat jetzt eine Küche und hat mir jetzt so ein bisschen Essen hingestellt. Und ich habe eine Crafting-CPU. Das hat den Vorteil, erstmal habe ich das hier ein bisschen aufgehübscht mit einer Anzeige, was ich alles in der MME habe, so die wichtigsten Sachen. Und ich kann mir automatisch Dinge herstellen lassen. Zum Beispiel brauche ich jetzt eine neue Spitzhacke, weil ich habe keine Dia-Spitzhacke. Dann kann ich 1 drücken, beginnen. Und er craftet mir eine neue Pickaxe. Automatisch, ohne dass ich da irgendwie was machen muss. Finde ich sehr cool. Und das habe ich jetzt schon alles automatisiert. So, und wie ihr in meinem Inventar seht, habe ich einen Gold Banded Silverwood Wand. Ist jetzt die beste Methode. Man müsste da Taumium-Kappen drauf machen. Oh. Vergesst immer, dass man, wenn man mit dem Zauberstab die Tür öffnen will, sich die Tür zerstört. Hier sind so ein paar Kristalle, die ich zum Scannen geholt habe. Das ist nur, weil da drüber Lava ist. Das habe ich da. Ich muss gucken, wie ich das... Ich muss den ganzen Turm nochmal umbauen. Hier ist eine Hühnertrophäe, die ich irgendwann mal bekommen habe. Oh, sie gibt Eier. Ja. So, jetzt habe ich hier nochmal einen Zauberstab, der hat jetzt einen Fokus drauf, und zwar den Excavation-Fokus, mit dem kann ich also Dinge abbauen. Den Fokus kann man noch ändern, indem ich nicht auf G drücke, weil ich die Fokustasche gerade nicht in der Hand habe. So, da. Jetzt müsste ich eigentlich mit G, so. Wenn ich jetzt noch mehr Foki habe, könnte ich hier Equal Trade oder sonst was auswählen und den auf den Zauberstab setzen und könnte dann die Blöcke austauschen. Oder sonst was. Aber das brauche ich momentan nicht. Weil ich hier nur einen Fokus habe. So. Den habe ich gemacht, damit ich jetzt mal so Notes einfangen kann. Sowas. Die muss man nämlich erst in Glas einbauen und dann mit dem Zauberstab einmal draufhauen. Das ist hier so eingekesselt, weil wenn ich falsch zauber, kriege ich immer Flux. Giftzeug. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wie es heißt. Das entweder in Dampfform an der Decke klebt oder hier runter rüber schwappt und damit, da ich das nicht überall hier in dem Raum haben möchte, habe ich das mal hingemacht. Die kann ich irgendwann nochmal umsetzen. Und das habe ich schon mal gemacht. Das hier hat mir Exe hingestellt, weil ich das am Anfang nicht... Oh. Das auch. Das hat mir Exe hingestellt, weil ich das am Anfang nicht gecheckt habe. Irgendwie die Skeletons und die Kerzen machen das irgendwie sicherer. So, das Ding brauchte ich, um mir diesen Silverwood Wand zu machen. Und das war sehr abenteuerlich. Und deswegen muss ich den Turm vergrößern, weil das Ding passt hier kaum rein. Und wie man da oben gesehen hat, die Dinger sind, glaube ich, maximal 5 Blöcke hoch. Bei Exe sind sie 5 Blöcke hoch. Deswegen muss ich die Decke hier einreißen und das ein bisschen höher machen. Allgemein muss der Turm noch ein bisschen verändert werden, damit das alles passt. Sonst habe ich das mit der Magie jetzt verstanden, wie ich das alles researche. Ich habe einige Aspekte ersucht auf der Welt, die ich mal eingescannt habe. Wenn ich was researchen möchte, muss ich ja hier, wie gesagt, diesen Zettel reinpacken. Und dann muss ich die verbinden. Hauptsache, sie sind irgendwie verbunden in der Mitte oder irgendwie, wenn dann alles hier rüber läuft. Das ist egal, Hauptsache, die sind verbunden. Und dann kriege ich das als Research fertig. Ich habe schon einige gemacht. Habe ich das schon gelernt? Gucken wir mal. Ich hatte, glaube ich, welche doppelt gemacht, aus Versehen. Nein. Das hatte ich schon, das hatte ich auch schon. Ja. So. Habe ich sonst noch was, was ich zeigen möchte? Gerade nicht. Ich kann euch die Crafting... Ich muss meine Basis umbauen. Wir haben jetzt auch den Nährhain mit auf dem Server. Der ist jetzt hier noch mit bei. Und der hat schon alleine mit dem Bau seiner Brücke so übertrieben, dass ich meine Basis umbauen muss. Das hier ist jetzt mein ME-Drive-Schutzding. Meine Quarry läuft immer noch. Okay. Ich habe hier ein bisschen den XP-Tank umgebaut, dass die ganze XP hier so frei, damit das alles auf einen Punkt ist. Vorher war das ja da hinten und deswegen ist es auch nur so hingerotzt. Ich rotze immer alles hin. Die Tanks können weg. Hier ist Milch drin, weil wir von Nährhain unendlich Milch abzapfen können. Das ist aber eine andere Geschichte und hier sind die alle wieder ausgerastet. Die sind vorgestern irgendwie voll ausgerastet und haben alles verwüstet. So, die Tanks brauche ich nicht mehr, außer den Mob-Essenz-Tank, weil ich Flüssigkeiten jetzt im ME-System lagern kann. So, das, wie ihr seht, ist jetzt mein kleines ME-Lagerräumchen. Das sind alles 64k-Units, die ich jetzt autocraften kann.
Ich habe nur so viele, weil ich jetzt einfach nur noch auf ein Knöpfchen drücken muss. 64. So, dann muss ich hier drücken und kann dann plus 10 geben und dann macht mir 10 Stück, wenn die Materialien da sind. Da ich momentan kaum Netherquarz habe, ist es leider kaum möglich. So, und hier sind zwei Fluid Storages drin, weil damit kann ich dann Flüssigkeiten storen und so. Und die Türen kann nur ich öffnen oder zerstören. Kann auch nur ich. Andere können die nicht öffnen. Natürlich können die anderen sich hier irgendwie durchbauen. Mit dem Stab hier dadurch. Ne, das geht ja trotzdem alles. Das kann ich leider nicht verhindern. Aber naja. Das ist mein Wireless Point, der ist jetzt hier. Die Ender Chest ist hier so. Das ist die Crafting CPU, die kann sogar noch größer. So, und da drin sind die ganzen Rezepte. Die muss man per Hand da reinlegen. Was eigentlich kein Problem ist, denn das Ding ist ganz freundlich. Hier sind dann einfach Blank Patterns drin und wenn wir, sagen wir mal, irgendwas wollen, hier ein Chunkloader, drücke ich aufs Rezept, drücke Shift, Fragezeichen und dann legt er mir das automatisch rein und ich müsste nur auf Encode drücken und hätte das Rezept fertiggelegt. So, und da ich jetzt Fluids in meinem ME-System storen kann, kann ich das einfach aus dem ME-System abzapfen mit Fluid Export Buses und kann mir alles, was Flüssigkeiten braucht, irgendwie in die Maschinen leiten. Ist ganz cool. Der Brewing Stand steht hier, weil ich für meine Lava Age, die ich endlich habe, es tut mir echt leid, dass ich das nie aufnehme, meine Lava Age, die jetzt hier existiert, die gerne leckt. Ich darf nicht zu lange hier drin bleiben, weil wenn die ganze Lava geladen wird, oh Gott, fängt es hier heftig an zu lecken. Und ihr seht schon, hier stehen schon zwei Pumpen drinne. Ja, da hinten ist Paddy nämlich. Paddy habe ich erlaubt, hier mit reinzugehen, weil ist ja genug Lava für alle. Und hier ist so viel Lava drin. Das ist unglaublich. Also man kann, ich bin noch nicht auf den Grund gekommen. Es geht, glaube ich, bis Ebene 0 mit Lava. Und das ist erstmal genug. Ansonsten setze ich die ein bisschen weiter hinten, ein bisschen da. Da ist sogar Öl. Und naja, das ist jetzt meine Pumpe für die Lava. Brauche ich nicht mehr in die Hölle, was sehr angenehm ist. So. Also Mistcraft habe ich auch halbwegs verstanden. Ja. Ansonsten nehmen wir uns mal was zu essen. Hauen uns jetzt die Pommes rein hier. Die nix bringen. Wow, bringt das überhaupt was? Okay, der Bacon-Cheeseburger bringt was. So, und die Dinger sind dafür da, auch um Rezepte reinzulegen, damit das ME-System weiß, wenn ich zum Beispiel Diamantenstaub braucht, dass er das mit einem Diamant im Macerator machen kann. Dafür ist das da. Und dafür müsste ich noch eigentlich viel mehr machen. Hier habe ich zum Beispiel die ganzen wichtigen Kompressor-Rezepte drin. Was machen wir heute? Ich habe keine Ahnung. Ich kann euch Nerhains Base zeigen. Nerhain hat sich hier eingenistet. Finde ich ja gar nicht so verkehrt, so einen in der Nähe zu haben. Ich bin ja ein bisschen weiter weggegangen, weil ich Platzprobleme hatte. Ich muss mich da jetzt halt ein bisschen ausweiten. So, Nerhain hat hier angefangen, er wollte Cobblestone von mir haben. Oh, hier ist noch die Note. Die könnte ich mir eigentlich mitnehmen. Oh, wir können die Note gleich mitnehmen, das machen wir gleich. So, und dann hat er hier eine Brücke gebaut. Eine kleine. Alles aus Cobblestone, weil wir haben ja genug. Er hat sich von uns Cobblestone geben lassen. Und das ist dann Nerhains kleiner Tempel. Da hat er ein bisschen Cobblestone drin. Und ein paar Öfen. Ja, da war das Menü von Exe drin. Und er will hier so einen kleinen Tempel bauen, komplett aus Cobblestone. Wobei, komplett ist ja nicht, ne? Das ist hier Holz. Neri, das ist Holz. Kannst du auch aus Cobble machen. Ja. Und hier hat er, also am Anfang habe ich ihm das gegeben und Exe hat ihn dann später sowas gebaut, wo er direkt aus einer Chest, aus der Ender Chest hier Cobblestone bekommt. Also er hat genug. Ja, und das ist dann halt Nerhains Basis. Ich wollte meine Spitzhacke noch verbessern. So, da hat er ja noch gefragt, mit welcher Mod man am besten anfängt zum Beginn. Tinker's Construct ist da nicht verkehrt. Habe ich zwar nicht gemacht, aber ist wirklich nicht verkehrt. Und da hat Nerhain gesagt, die Insel stört mich, die muss weg. Da haben wir angefangen, die abzureißen, aber wir hätten es mit einer Quarry machen sollen, glaube ich. Das wäre hübscher gewesen. Da müssen wir noch ein bisschen dran. So. Und an sich... Oh, sind meine Pinguine noch da? Ah, die sind da. Ich habe neue Pinguine. Paula und Paul sind ja ausgebüxt. Haben wir hier neue. Haben alle noch keinen Namen, muss ich noch machen. Ja, machen wir irgendwann noch. Ansonsten... Oh, ich habe meine Enderperlen schon ewig nicht mehr gepflückt. Fällt mir gerade ein.
So. Muss ich doch mal öfter machen. Ich habe momentan meine Mob-Falle nicht auf Enderman. Die habe ich darauf, damit ich mal ein bisschen Mob-Essenz sammle, aber irgendwie kommt da nichts bei rum, weil die nie geladen wird irgendwie. Irgendwie kommt da nichts bei rum. Die ist nie geladen. Und deswegen... Ich habe noch eine. Habe ich die nicht daneben gesetzt? Nicht? Nein, nicht dahin. Dahin. So. Gut. Wir werden jetzt gleich erstmal unsere Spitzhacke verzaubern. Das könnte ich auch gezielt machen, aber müsste ich wieder Bücher kopieren gehen bei QB und da habe ich keine Lust drauf. Das müsste ich auch mal so. Ach, ein Schwert habe ich noch gemacht. Und zwar eins, was Monster köpft. Ein Breitschwert. Das baut sogar ab. Das hat Köpfen und Haltbarkeit drauf. Und damit habe ich Nerin einmal getötet und hatte seinen Kopf. Das ist cool. Nur leider wollten die anderen sich von mir nicht töten lassen und Nerin habe ich dann seinen Kopf geschenkt, damit er seinen Kopf behalten kann. ja, das ist ganz cool. Und ich hatte noch, ich habe jetzt einen Knappsack. Das ist ein extra Inventar und das ist hier zum Zaubern. Das ist egal. Hier habe ich mir noch einen Bogen gemacht. Wo sind die Pfeile von dem Bogen? Alle weg. Schade. Alle verfeuert. Muss ich mir mal neue machen. Sonst? Ach, guck mal, hier hatte ich noch eine Spitzhacke. Na, ist egal. Gut, gehen wir uns mal eben ein paar Level holen. 30. Düb-di-dü. Bup. So. Und gehen die Spitzhacke verzaubern. Bup, bup. Unbreaking Efficiency. Ja, das ist doch schon mal schön. Fortune und so brauche ich damit gar nicht. Wir können die andere auch mal verzaubern. Vielleicht haben wir mit der noch mehr Glück. Komm schon. Wobei Fortune oder Silk Touch schon sehr geil wäre. Holen wir mal die andere raus. Und Schwert können wir auch noch verzaubern. Fortune 3 und Efficiency. Ach, guck mal. Dann das doch erstmal weg. Hier habe ich Looting drauf. Ich hole mal nochmal 30 Level. Dupdi-dupdi-du. So. Dann gucken wir mal, was das Schwert uns hergibt. Smite. Ja, Smite ist nicht so geil. Smite ist so meh. Ich habe meine super epische Schaufel mal repariert und ich glaube, ich habe noch Silk Touch drauf gezaubert. Ich meine, das war Silk Touch. So, Mining Laser habe ich jetzt auch. Für alle Fälle. Ich muss auch noch Nuggets in meine Pistole machen. Die ist nämlich auch leer. Da muss ich LED nehmen. Da machen wir uns ein paar Nuggets. So. Und gehen die mal einfüllen. Habe ich die Chest gerade angeschlossen? Perfekt. Ach, hier sind noch Iron Plates drin. Moment. Warum habe ich das denn da drin? So. Eigentlich müsste das... Warum ist denn ein Car Storage drin? Keine Ahnung, was ich da... Ich habe da, glaube ich, irgendwas versucht. So. 1000 Schüsse müsste erstmal reichen. Das Ding nehmen wir dann auch mal mit, das Storage, und packen es mal in unsere Festplatten. Da oben. Ich habe die... die kleinen habe ich nämlich da oben hingepackt. So. Sind die auch mal da drin. So. Hier ist viel Müll drin. Da ist auch noch viel Müll drin, der mal weg muss. Hier ist so ein Quarz-Cutting-Knife drin. Das gehört auch nicht hier rein. Mein Gott, alles unordentlich hier. Unordnung, Unordnung, Unordnung. So, ein Dagger zum Werfen. Den Hammer habe ich noch. Der ist noch broken. Den muss ich auch nochmal fertig machen. So viel zu tun. So, was wollten wir machen? Wir wollten uns die Notes holen, richtig? Da brauchen wir Glas für. Und Slaps. Habe ich noch Slaps? Ja, aber ich glaube, die gingen nicht. Warte mal, dann nehme ich mal normales Wood. Ja, genau. Machen wir uns mal ein paar fertig. So. Ich glaube, ich kann auch nur einen fertig machen, wenn ich gezaubert habe. Ich glaube, der Zauberstab reicht nur für eine Note. Dann zeige ich euch mal das mit der Note. So. Um eine Note einzufangen, muss ich erstmal gucken, worüber die ist. Könnt ihr natürlich auch so machen.
Was brauche ich gerade nicht? Den hier. Obwohl, nee, das Schwert brauche ich weniger. So. So, wir gucken mal, wo genau die Node ist. Die Node ist hier. So. Dann machen wir hier schon mal Glas hin. So. Die Node ist perfekt über der Erde. Das ist schon krass. Als ob sie gefangen werden möchte. So, dann machen wir hier so einen Kasten um die Node. Und die Connected Textures wollen sich wieder nicht connecten. Das ist auch mal toll. So, Deckel drauf. Und dann machen wir das hier noch da drauf. So. Und jetzt müssen wir mit dem Zauberstab. Wo ist er denn? So. Und jetzt ist der Zauberstab fast leer. Richtig, der braucht nämlich 70. Der hat 100. So, die nehmen wir jetzt mit. Und gehen auch gleich zur Echse. Und laden uns den wieder auf. Weil ich habe noch nicht genug Nodes, um mir die alle aufzuladen. Ich bin überfordert. Minimal. So, machen wir mal so. So, hier steht eine Node. Die habe ich schon freigelassen. Es war dumm, dass ich die hier freigelassen habe. Aber naja. Ich kann sie ja wieder einsperren, wenn ich den Turm umbaue. Kann ich denn mit dem Zauberstab auch so... So mache ich es kaputt. Okay. Der lädt mir schon drei Aspekte auf. Das ist oben links, sieht man das. Jetzt nicht mehr. Jetzt hat er keine Lust mehr. Okay, ich muss zur Echse. Da reichen meine Nodes nicht zu. So, einmal zur Echse. Miau, Echse war hier. Hallo Echse Space, die jetzt ruckelt. Ui. So, und Echse hat nämlich hier so einen Recharge-Fokus und hat hier ganz viele Dings stehen. Kann ich euch hier mit zeigen. Da stehen sie alle. Oh, die ist aber klein. Die sind zu groß. Ja. So. Ah, oh, wenn man bei Echse ist, kriegt man immer so viel Bullshit. Und ich tue ihm das immer hier alles auf die Podeste, weil... einfach nur so, weil ich das immer alles kriege bei ihm. Da, schon wieder drei Seeds. Ah, oh, ist das schrecklich hier. Immer wenn ich hier bin zum Aufladen, kriege ich den ganzen Bullshit an den Samen hier zugeschmissen. So, mach fertig hier mit meinem Zauberstab. Der braucht jetzt ein bisschen länger. So, ja, hier sind dann halt die Dinger, die vier Blöcke hoch sind, wofür ich meinen Turm ein bisschen höher bauen muss. Also die Räume. Und ich brauche sowas hier. Badejars. Muss ich auch noch alles rausfinden. Ich muss mich dann noch ein bisschen einlesen. Das ist alles ein bisschen complicated. Ja, ja. So ist das. Ist mal voll. Komm, ich will noch eine Note holen mindestens. Scheint voll zu sein. Jawohl, okay. Ich weiß nicht, ob Exi irgendwo Bücher hat. Deswegen gehe ich hier mal zu Fuß raus. Was ein bisschen nervig ist. Oh, es wird Nacht. Not gut. Hallo Welt, bau dich auf. Danke. Wäre sehr nett, wenn du dich aufbaust. Wobei, bei Nacht kann ich die, die Nodes richtig sehen. Eigentlich, Exe meint ja, man sieht die im Standard-Texture-Pack, Resource-Pack nicht. Und da wir die ja, was hat Nähern denn hier gemacht? Hat sie im Feld gebaut. Und da wir die ja sehen, ist das ja scheiße. Na, was, mein Gott. Ich glaube, man sieht die, ich kann mich ja gleich mal vor, da ist eine. Ich kann mich ja gleich mal vor eine stellen. Hallo Hühnchen. Nein, hier noch irgendwo eine. So am Land? Nein, hat hier ganz viele. Das ist Happy Dirt übrigens, der lacht. Das ist das Gegenteil von Soul Sand. Da ist eine, aber naja. Ich stelle mich mal jetzt hier hin. Ich muss mir eh eine kleine Erhöhung bauen. So, teurem Glas gemacht. So, Moment. So, so. Und noch ein. Noch ein. So. Moment, ich baue mal die Grundplattform. So, so. So, so,
So, ja, der ist auch schon okay. Ich will es noch nicht einfangen, ich will nur schon mal eine Grundplattform haben. So, und jetzt stelle ich mal das Resource Pack um. Dauert jetzt ein bisschen. Ich hoffe, die Aufnahme kackt dann auch nicht ab oder so. Weil das Bild dann steht und ewig lädt. Ich hoffe, da wird auch nichts asynchron. Ach, da ist es schon umgedreht. Das ging jetzt schnell. Okay, so sieht man es nicht. Muss ich zugeben, so sieht man sie wirklich nicht. Und der Himmel scheint sich auch nicht zu färben. Und der Quantum Suit sieht sehr merkwürdig aus in dem Standard Texture Pack. Aber so sieht man sie. Also egal. Mein Gott. Ob ich so durch die Welt fliege oder ohne. Das ist voll egal, meiner Meinung nach. Naja, schalten wir wieder aufs hübsche Resource Pack um. Ich finde Minecraft Standard in Vize Beast schlimm. In Vize Beast finde ich, ich mag allgemein lieber Resource Packs, damit es ein bisschen hübscher aussieht. So pixelig muss ich das dann doch nicht haben. Komm, lade Soatex. Lade. 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 Danke. Viel hübscher. So. Aber ganz schwach sieht man sie doch. Nein, kann sich auch anstellen. So. So. Geht das jetzt schon so? Haha, so, wieder eine Note gefangen. Es tut mir leid, liebe Note. Es tut mir leid. Es ist für die Wissenschaft. Die sind nämlich eigentlich meine tolle Fortune-Spitzhacke dafür. So, und das muss jetzt weg. Ich kann dir kein Glas-Penis in der... Oh nein. Kein Glas... Moment. Unter Wasser ging die nicht, ne? Aber das hier ging unter Wasser. Pass auf. Nein! Hä? Ah doch, geht doch. Aber es geht nicht so weit unter Wasser. Nein, wieso kann man unter Wasser nie cool abbauen? Das ist ätzend. Geht das Schwert schneller? Ich weiß es nicht. Ist auch egal. Ich glaube sogar, das Schwert ging wirklich schneller. Naja, gut, gut. Gut. So, das war jetzt aber auch die letzte Note, die ich hier für den Part gefangen habe. Ich würde ja nicht den ganzen Part lang nur Notes fangen. Fliegen wir mal nach Hause. Ich weiß nicht, wie ich das mache. Ich überlege ja Dirtbound mal zu streamen. Dass wir in einem Stream die Basis mal umbauen. Also ein bisschen umsetzen, ein bisschen dahinter oder so. Oder das drumherum. Obwohl, ich muss ja schon, um ordentlich arbeiten zu können, eine funktionierende Base haben, wo meine ganze Lagerung drin ist. Ich weiß noch nicht. Ich muss auf jeden Fall größer bauen und nicht so klein und schnuckelig. Alle bauen immer so riesig. Ich finde das eigentlich mal hässlich, aber im Vize Beast muss man das. So. Lass mir die Note auch schon mal hier frei. Dann kann ich meinen Zauberstab hier schon mal halbwegs laden. Das ist ganz gut. Was hast du denn? Ja, du hast doch auch schon einige. Du hast doch auch schon einige Notes für mich. Aspekte. So. Gut. Ja, ich weiß noch nicht, was wir im nächsten Part machen. Ich bin gerade ein bisschen ratlos. Ich glaube, wenn ich streame... Ihr könnt es ja in die Kommentare schreiben. Wenn ich streame und ihr das eventuell nicht sehen könnt oder nicht sehen wollt im Livestream, soll ich das dann auch auf YouTube hochladen? Das ist auch nur so eine Sache, die ich mir überlegen muss, ob ich das dann nochmal auf YouTube hochladen soll. Weil es werden sicher nicht alle, die Dirtbound verfolgen, weil das sind ja schon einige mehr als normal in den Projekten, weil Minecraft, haben da gerade noch Kaktus? Oh ja, da kommt ein Kaktus. Ist auch gut am Laufen hier. Ist ja ein bisschen mehr als normalerweise die Leute gucken bei mir. Also je nach Projekt. Also Minecraft wird gut geguckt, andere Projekte auch und manche halt nicht. Minecraft ist eins der gut geguckten. Soll ich das dann auch auf YouTube hochladen? Weil ich denke nicht, dass dann... Oh, ein Wisp. Komm, den holen wir uns noch. Ich denke nicht, dass dann irgendwie 100 Leute in dem Stream dabei sind. Das habe ich selten, dass 100 Leute dabei sind.
Nein, gib mir meinen Laser wieder. So, ich will ihn abschießen. Tschu, 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 tschu. Achso, ich muss mal meinen Quantum Suit hier richtig smooth machen. Das Problem ist, dass das Vieh sich so gut bewegt. Komm her. Ah, getroffen. Getroffen, okay. Und runter. Ich will die Essenz haben. Dankeschön. So. So, wie gesagt, es werden ja nicht dann 100 Leute im Livestream sein, weil das hatte ich selten. Das hatte ich einmal bei Pokémon Y-Stream. Und danach nie wieder. Und ich streame ja eh so selten. Und da ich jetzt auf Hitbox streame, werde ich die 100, glaube ich, eh nicht erreichen. Obwohl ich auch überlege, wieder auf Twitch zu streamen. Weil Twitch hat sich anscheinend etwas gebessert. Könnt ihr mir auch in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet, ob ich wieder auf Twitch streamen soll, wenn ich streame. Oder auf Hitbox. Der anderen Streaming-Plattform, die überhaupt nicht schlimm ist, was alle immer behaupten. Und ihr könnt mir auch in die Kommentare schreiben, ob diese Essenzen manchmal mehr Seeds droppen als nur einen, weil ich würde schon gern ein Feld davon voll haben. Dann kriege ich immer nur einen raus und irgendwie ist das dumm. Naja, und Melonen habe ich auch. Die muss ich auch mal hauen. Irgendwie wächst die immer nur an der einen Stelle gleich. Das ist, das wollte ich nicht. So. Die Ordo-Essenz kann wieder ins ME-System. Ja, könnt ihr alles in die Kommentare schreiben. Weil Kommentare sind immer gerne gesehen, genau wie Bewertungen und Meinungen und konstruktive Kritik und was man so machen könnte. Alles immer gern gesehen. Ich beiße nicht, auch wenn es manchmal so klingt. Komm, wir hauen uns das mal alles rein, damit das hier weg kann. Das ist nämlich so hässlich hier. Ich brauche eine Axt. Wo ist meine Axt eigentlich? Ich hatte eine coole Axt. So, die ist nämlich geil verzaubert. So, und die will ich jetzt benutzen. Dankeschön. Das kann nämlich alles jetzt weg. Bup, bup. So. Gut. Ja, das war's dann für die Folge. Wir sehen uns im nächsten Part. Bis Bewertungen, Kommentare sind gern gesehen. Bis zum nächsten Mal. Ich guck mal, ob ich irgendwie noch ein, zwei Folgen aufnehmen kann. Ich weiß aber nicht, was ich machen soll. Bis dann. Ciao.